Leute, es sieht so aus, als wäre ich bereits jetzt gezwungen, meine Wandbild-Itemkarte zu benutzen, denn so wie es aussieht, komme ich wirklich nicht weiter. Denn hier, wo ich jetzt gerade stehe, sind keine Feinde sichtbar. Suche sie. Problemchen ist aber, hier bei gemeinsam gegen den Feind Stufe 3, was auf Gandalf begrenzt ist, erkennt man so eine komische Eisstatue und die kann ich hier nur mit einem Feuerstab schmelzen. Hab ich aber nicht, bekomme ich auch hier in der ganzen Umgebung nirgendwo. Und auf dem anderen Feld hier drüben sind auch wieder keine Feinde sichtbar. Und hier erkennt man einen Felsen. Und den kann man ja nur mit einem Krafthandschuh hochheben und auch den besitze ich nicht. Das heißt, ich komme hier bei beiden Feldern nicht weiter. Das Einzige, was ich jetzt gemacht habe, offscreen, habe ich mir ein paar Itemkarten gefarmt. Ich habe jetzt dreimal einen Sandstab, zweimal ein Maime und ganze drei Bomben. Weil ich mir gedacht habe, werde ich sicher noch des Öfteren mal brauchen. Und deswegen, weil es hier anderswo nirgendwo weitergeht, kann ich eigentlich, glaube ich, wirklich nur hier auf dem Suchbildschirm jetzt mein Wandbild benutzen. Empfohlenes Element plus Finsternis und ermöglicht an Spalten den Wechsel zwischen den Welten. Die Schlacht habe ich schon gewonnen, also kann ich das Ding auch einsetzen. Und das heißt, wir wandern zum ersten Mal rüber auf die Lowrul-Seite der Karte. Weil woanders, wie gesagt, ich komme woanders nirgendwo weiter. Also ist das der einzige mögliche Weg, den es noch gibt. Du wechselst in eine andere Welt. Und eine Superkraft hat ganz Lowrul erfasst. Sehr schön, und schon sind wir ganz woanders. Jetzt sind wir, man erkennt es doch schon, auf dem oberen Bildschirm erkennt man das jetzt schön, dass wir jetzt rechts von dieser gezackten bunten Linie sind. Das ist jetzt quasi wirklich die Lowrul-Seite. Und hier geht's wenigstens richtig wieder weiter, ist doch super. Und jetzt haben wir eben einmal noch vom letzten Mal schon Rubin-Bonus, also wir kriegen wesentlich mehr Rubine. Und das Finsternis-Element ist empfohlen. Dann schauen wir mal, was wir jetzt hier machen müssen. Aha, gut. Geteiltes Leid. Begrenzt auf Ruto. Und Superkräfte im Rubinusbeutel Plus und empfohlen Finsternis. Das ist Ruto zwar nicht, aber dafür hat sie trotzdem einen Vorteil gegenüber Volga, der ja vom Feuerelement ist. Geteiltes Leid kennt man auch schon, glaube ich, seit der Twilight Princess Karte. Glaube ich, seit der Schattenkarte gab es das erste Mal. Dass wir einfach, je öfters wir den Gegner treffen, desto öfters teilt der sich in seine dunklen Versionen auf. Und wenn wir die dann alle besiegt haben, haben wir auch schon gewonnen. Also das geht, glaube ich, relativ schnell über die Bühne. Also legen wir los mit Ruto aus Pamputo. Die hier auch ganz alleine ist. Ja. Und beim Todesberg wird sie Volga schon zeigen, was eine Hake ist. Eher was richtig kräftig geil starke Lichtdrachenschuppen sind. Genau. Die hat sie ja schon auf der Kokolinskarte bekommen. Wasser und Licht gemeinsam. Und einen Schnellangriff habe ich auch draufgepackt. Also ich habe eigentlich bei fast allen, nicht wirklich bei ganz allen, aber bei fast allen Waffen habe ich einen Schnellangriff drauf, weil das ist einfach eins der nützlichsten Skills in meinen Augen. Ein Schnellangriff sagt ja schnellere, normale und Combo-Angriffe. Das heißt, man ist quasi mit Schnellangriff so schnell, als wenn man im aktivierten Magie-Modus wäre. Auch wenn man es gar nicht ist. Das heißt, man kann ja öfters dann innerhalb der Zeit angreifen und manche Kämpfer, so wie zum Beispiel jetzt eben Darunia oder Pyroma, mein Ruto ist jetzt auch nicht gerade die schnellste, also alle Kämpfer, die so ein bisschen langsamer sind bei den Attacken einsetzen, die haben dadurch schon einen etwas großen Vorteil dazu bekommen. So, und dann noch das hier und let's go. Neue Mission, besiege Dunkelwolke und alle Doppelgänger. Das wird mir relativ leicht fallen. Ist ja wie gesagt auch noch Stufe 1 dieser Mission. So, da ist auch schon einer davon. Ah, Magiegut und Sportsal über die Gesichter, den werde ich mir gleich mal schnappen hier. Ja, die Musik ist immer noch geil hier. So, und jetzt, Achtung. Boom, Baby. Take this. So, jetzt mache ich den auf jeden Fall wesentlich mehr Schaden. Dann kommt mal her, ihr dunklen
Wow, Spiel, Alter, so ein schwarzer Drache sieht ja auch krass aus. Das Einzige, was ich bis heute nicht verstehe, ist, warum, wenn man selber Wolger spielt, kann man gar keinen... man kann gar keinen Feuerball schießen in dieser Drachenform. Während dieser Combo, das geht gar nicht. Und was mache ich hier? Ich habe die gar nicht erwischt. Na doch, so ein bisschen. Wir sehen schon, sind zwei davon da. So, Bombs away. So, Dunkelwolger hat sich durch deinen Angriff aufgeteilt. Das geht mir ganz schön auf die Nerven. So, da ist schon mal einer hin. Normalerweise droppen auch, naja, nicht immer alle Klone, aber meistens droppen die alle dann Material. Obwohl ich das gar nicht nötig habe. So, seht ihr, wie viele jetzt schon da sind? Das ist irre. So, fresst Riesenbomben. Und das war's auch schon. Total einfach. Alter, auf ganz viel Nahrung natürlich. Dunkelwolger scheint sich nur begrenzt aufzählen zu können. Auch das ist aber schade. So, Mission complete. Das war leicht. Die Dunkelwolgers wurden alle besiegt. Ja, wir haben gesiegt. Ja, da freut sich unsere Route, die jetzt ja ganz gelb und grün ist. Und dafür habe ich gerade mal 1 Minute und 16 Sekunden gebraucht. Das ist ja wirklich nicht der Rede wert. Und das alles, damit wir weiter vorankommen. So, jetzt kann ich mich entscheiden. Entweder nach oben oder nach links. Oben gibt es eine Waffe und einen Bogen und links gibt es ein Kostüm und einen Krafthandschuh. Natürlich muss ich bei beiden irgendwas benutzen. Was ist hier? Aha, hier ist Stufe 2 Waffe für Yuga. Und übrigens, Yuga habe ich jetzt mal nachgeguckt. Yuga ist das japanische Wort für Ölgemälde, was ja auch Sinn macht, weil er ja Gemälde im Kampf benutzt. Und genauso auch in A Link Between Worlds hat er die ganzen Weisen oder ihren magische Gemälde verbannt. Also das macht durchaus sogar Sinn, dass sein Name das im Japanischen bedeutet. So, aha, hier brauche ich... Was ist das denn? Hä? Kann ich jetzt gar nicht mal... Das sieht aus wie eine schwarze Kugel. Ist das ein Kristallschalter, glaube ich? Ja, hier. Empfohlene Elemente Blitz, möglich Kristallschalter. Okay, warte mal, was ist hier drüben jetzt? Was brauche ich hier? Ah, hier gibt es die ersten Skulpturen zu holen, noch dazu. Hier brauche ich... Aha. Ach, verdammt. Hier brauche ich wieder einen Bogen. Wegen, weil das grüne Ding da, das ist ja ein Strahlzyklon, da brauche ich den Bogen. Das bedeutet, wir machen jetzt doch erstmal diese Schlacht hier. Geht gar nicht anders. Und leider werden jetzt beide anderen Superkräfte wieder verpuffen, aber was soll's. Empfohlenes Element ist jetzt Blitz, was dazu kommt. Und ja, so die Kristallschalter in der Link Between Worlds sehen ja so aus wie so komische Kugeln. Also das kann ja nur sowas sein. Genau, neue Belohnung wurde freigeschaltet. Das heißt, Yuga bekommt noch Foravio seine Stufe 2 Waffe. Und eine Superkraft der ganzen Solo erfasst. Jetzt ist das Blitzelement empfohlen. Und ja, Bogen kriege ich sogar und wieder eine neue Feenkleidung, diesmal eine Hose. Ein Oberteil haben wir ja schon bekommen in Bravios Stil quasi. Das Ganze ist jetzt eine Abenteuerschlacht mit der Superkraft dem empfohlenen Element Blitz, was sehr gut ist, weil Yuga ist ja vom Blitzelement. Besiege die Frostnachtschwärmer-Truppen und scheinbar ist der junge Link mein Hauptgegner. Nichts leichter als das, den mache ich doch fertig. Aha, und ich darf hier in der Ranell-Schlucht darf ich sogar noch jemand Zweites mitnehmen. Gut, im Moment habe ich hier einen Holzrahmen mit 5 Sternen, irgendeiner Versiegelnfähigkeit und einen Blitzbonus für Yuga, das ist im Moment das Stärkste, was er hat. Und ja, kann er auch noch Rabio mitnehmen, können ja beide mitmachen, ist ja egal, ich werde hauptsächlich jetzt als Yuga zocken. So, das ist ja Holzhammer hier, ne? Das ist ja auch noch Stufe 1 Waffe und hier nehme ich aber dann doch wieder meine Finsternisfee, weil ist ja ohne Riesenmonster irgendwie so, da finde ich das einfach effektiver und wir legen los. Aha, sehr schön, Eulenstatten sind schon mal vorhanden, das finde ich immer gut. Ist ja nicht jedes Mal der Fall. So, Schlachtfeldcheck. Truppen von Ruto bestehen aus Yu-Gi-Oh! Habe ich jetzt... Okay.
Ich bin, weiß nicht, entweder bin ich noch nicht ganz munter oder keine Ahnung. Ich habe jetzt, glaube ich, gerade wirklich Yu-Gi-Oh! Gesagt. Ich meine natürlich Yuga. Tut mir leid. Also, das ist mir auch noch nie passiert. Ich spiele immer noch Hyrule Legends, nicht Yu-Gi-Oh! Also, wir sind hier mit Yu-Gi-Oh! Ne? Mit Yuga, Ravio und Ruto. Ne, so am besten so Yu-Gi-Oh! Ravioli und Naruto und Hyrule, dann sind wir jetzt hier. Das ist total bescheuert. So, der junge Link hier mit Frostnachtschwermann. Weiß nicht, wie man sowas passieren konnte. So, Eroberer. Aha, sind auch noch da. Na, die werden hier nichts erobern. Sicher nicht. So, die Westruine hat eine Schatztruhe. Und die Westfestung auch. Also beides schön im Westen drüben. Naja, was will jetzt das Spiel damit sagen? Weil es im Westen besser ist als im Osten? Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Und wir legen los. Mit Yuga natürlich, nicht mit Yu-Gi-Oh! So ein Quatsch aber auch. Ich bin kein zerbrechliches Wasserpflänzchen. Ja, ich nehme dich beim Wort, Ruto. So, neue Mission erobern und halte 6 Festungen. Deswegen gibt es auch hier Eroberer. So, kommt mal her. Watz, watz, watz. Alter, so ein mega riesen Blitzsperr, das sieht schon geil aus. Watz, watz, watz. Zack, watz, 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 watz. Das Westgericht nun der Göttin ist schnell erobern. Ach so, hier ist eine Barriere drin, ich Idiot. Ne, ist egal. Sieh doch, alle warten auf den Helden. Tut mir leid, Junge Link, du bist aber heute auf der falschen Seite des Bettes aufgestanden. Du bist nämlich von den Bösen. Die Eroberung der Festung wäre vollendet. Ja, da freut er sich natürlich wie ein Schnitzel. So, Hyrule Hopman ist gesteckt in einer eroberten Festung erschienen. So, ich glaube, ich weiß auch schon, was ich hier mache. Ich gehe jetzt in diese Festung rein und dann lasse ich mal einen fahren. Finsterfurz! Ja, das befreit. So, die anderen Truppen wurden auf den Schlachtfeld gesichtet, die kann ich anquatschen. Werde ich auch. Weil die können sich mit mir verbünden. So, sprich mit dem Exalfoss, um eine Verbündung zu gewinnen. Hallo, lasst uns Freunde sein. So, das ging aber schnell. Tingle wurde auf den Schlachtfeld gesichtet. Ausgerechnet Tingle. Für den habe ich auch als erstes ein neues Kostüm bekommen. Zack! Also Yuga spielt sich richtig geil, der hat schöne, schnelle Moves. Also bei dem würde zum Beispiel Schnellangriff jetzt nicht so viel bringen, weil der eh schon schnell kämpft. Wodurch er quasi aber dann noch schneller wäre. Ravio ist da eher schon ein Kandidat für sowas. Also für so einen Schnellangriff-Skill. Weil der relativ langsam mit seinem großen Holzhammer ausholt. So. Jetzt warten wir mal die Quelle der Göttin erobern hier. Alles hätte ich das haben, schnell hier die Festung einnehme. Nichts zu meckern. So, was? Der Tingle wollte irgendwas mit den fährlichen Truppen machen? Keine Ahnung, glaube ich jetzt nicht. Wurde zu schnell weggeblendet, die Nachricht. Ah, der will, glaube ich, selber auch Festungen irgendwie einnehmen, was auch immer. So. Sollte ich mir Sorgen machen, dass da oben jetzt gerade höchste Gefahr herrscht bei der Einfestung? Ich glaube schon. Außerdem ist die eine Eulenstatue da oben in meiner Nähe. Ja, diese Festung ist hiermit in die Reihe meiner Meisterbäcker aufgenommen. Natürlich. Alles, was du willst. Aber wie gesagt, man kann sich jetzt wirklich drüber streiten. Alle Westruinen runterzufallen, wollt ihr mich verarschen? Jetzt geht euch doch mal alle... Bam! So! Das ist mein Westruinenraum, verdammt nochmal. Darf ja wohl nicht wahr sein. Gut, ich glaube, ich habe jetzt alle erwischt. Du bist noch geheilt. Bitteschön. Heute ist sogar völlig umsonst. Oh mein Gott, was ist hier los? Wir brauchen erstmal die Eulenstatue. Dann kann ich mich im Notfall direkt zum Hauptquartier zurückwarten. So, Exalfus wurde... Wir kriegen jetzt erst die Meldung, dass der Exalfus angesprochen wurde. Ich sage, das Spiel ist ein bisschen langsam beim Denken. Besser gesagt mit dem Anzeigen der Textboxen, der Textnachrichten. So, Ravio wurde auf den Schlachtfeld gesichtet, der ist ja auch gelb. Ist der jetzt mein Feind oder kann sich der mit mir verbünden? Sollte ich vielleicht mitkämpfen? Naja, kommt davon, auf welcher Seite du mitkämpfst, Ravio. So, besiege viele Feinde und rekrutiere so Ravio. Ah, das ist aber auch neu, dass das so funktioniert. So, viele Finsternis wurde befreit. Bitte, die habe ich schon lange. Sehr lächerlich. So, der Ostruinenraum gehört mir. Jetzt will nur noch eine Festung zum Sieg. Also, noch nicht, wir sind ja noch nicht komplett dann fertig, aber zumindest haben wir die Mission da mal geschafft. Hohoho, ich nehme mit diese Festung. Ah ne, wir haben schon 6 Festungen, Leute. Wir haben es ja doch schon geschafft. Mission erfolgreich. Na also. Haben wir ja doch schon geschafft. So, du hast 6 Festungen unter Kontrolle. Ist doch schön. So, neue Mission besiegen den fälligen Feldmarschall.
Ha, ich bin richtig aufgeregt. So, hat das jetzt für Ravi gereicht, dass er mitmacht? Ich habe nämlich auch über 1000 K.O.s und so. Gesamtruppen von Link rücken gegen Ruto vor. Hier ist ja noch so ein blöder Eroberer. Was willst du denn, Mann? Ja, Ruto darf nicht fliehen, ich weiß, so Special Move. Hier ist auch noch Tingle, der Trottel. Die Tore zur Weltknochen, die wurden geöffnet, also gibt's hier auch keinen kleinen Schlüssel. Aber wo will denn Tingle hin? Zeig ihn die Macht des Helden, Link. Na, die wird heute nicht zum Einsatz kommen. Ist auch cool, dass man die Feinde hier in so einen magischen Kreis einsperren kann. So. Sehr gut, man könnte sogar ausgezeichnet sagen. Und zack! Yeah. Das ist so eine kranke Lache. Ich brauche keine Schmeicheleien. Ich weiß, wie talentiert ich bin. That's Ruger for you. That's Ruger for you, bitch. Und das war's für Tingle. So, Chaos habe ich schon genug. Vielleicht nur noch mal die Feenkleidung. Verdammt, wo ist die wohl? Wo könnte die sein? Hat doch geheißen, beides im Westen drüber, sondern hier mal noch kurz gucken. Schwupps. So, hat sich Ravi jetzt mir angeschlossen oder nicht? Mal ganz kurz gucken. Schlachtfeld, ist er dabei? Ne, ich habe selber noch Ravi mitgenommen, aber ich meine jetzt den zweiten. Ne, der ist immer noch komisch. Der ist immer noch gelb. Also er ist noch nicht mit mir verbündet. Ist wieder toll, ne? Ich nehme Ravi als Kämpfer mit. Wer erscheint? Nochmal Ravi. Hat er noch einen Zwillingsbruder, den uns verheimlicht hat? Aus Middle Rule. Oder so eine Schwachsinnsidee, was auch immer. Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, wie viele Feinde man besiegen muss, dass er sich denkt, ja okay, jetzt mache ich bei dir mit, jetzt verbünde ich mich mit dir, keine Ahnung. Scheinbar hat er keinen Bock. Seit der Gehessen besiege viele Feinde, um Ravi zu rekrutieren. So. Ah, das kann sie eigentlich nur noch sein. Verpassen wir ihn eine ordentliche Abreibung. Wie? Ich soll auch mit? Okay, jetzt glaube ich, will er scheinbar mitmischen. Ja, Ravi hat sich den Truppen von Ruto angeschlossen. Geil. So ist das doch toll. Ja, jetzt ist er auch noch in Gefahr. Moment. Ich heile mich mal eben selber. Ja, alter Kumpel, euer alter Kumpel Ravi könnte das Hilfe gebrauchen. Das ist aber hier zweimal Ravio. Bisschen blöd. Konnte ich ja nicht wissen, dass der hier auftaucht. Woher denn auch? So, Moment, hallo. Truhe bitte aufmachen. Nicht einfach weitergehen. Feenkleidung holen. Bloß nicht vergessen. Ich nehme mit dieser Festung. Wie viele Festungen willst du denn noch haben? Das ist schon genug. Jetzt müssen wir nur noch mit dem jungen Link auf die Schnute hauen. Dann sind wir hier auch fertig. Der kann sowieso einpacken. Dann nützen ihm seine Kräfte des Helden überhaupt nichts. So, hier. Exone für dich. Bisschen Finsternis. Wunderbar. In nicht mal 6,5 Minuten ging das hier über die Bühne. Richtig schön. Geld gibt's auch ordentlich, obwohl habe ich immer noch ziemlich viel. Und Waffe erhalten, Siegelrahmen. Geeignet für die prächtigsten Gemälde. Mit dem starken Angriff stürmst du im Rahmen versteckt vor. Halte X nach Kombos gedrückt, um Feinde in einem Magiekreis zu fesseln. Ja, also vom Aussehen her erinnert der Siegelrahmen natürlich mehr an diese Bilderrahmen aus The Link Between Worlds, wo die Weisen dann eingesperrt werden. Und sieht echt cool aus. Natürlich noch gänzlich ohne Sterne, aber das kann sich ja noch ändern. So, jetzt hätte ich ein Glöckchen, das ist ja lächerlich. Und wir haben einen Königinnenrock bekommen. Also von der Zora-Königin natürlich.
So wird nämlich übrigens auch Rutes Kostüm dann aussehen in den Farben. Aber das muss ich erstmal finden und freischalten. Du hast die Itemkarte Bogen erhalten. Und die kommt natürlich gleich hier unten auch zum Einsatz. Ja, empfohlene Elemente plus Licht ermöglicht es, Strahlzyklopen anzugreifen. Also feuerfrei. Eine neue Belohnung wurde freigeschaltet. Eine Superkraft hat ganz Low Roll zusammen mit Blitz und Licht als empfohlene Elemente. Und hier gibt es eben die ersten goldenen Skulpturen zu holen. Natürlich bin ich auch auf die wieder aus, auf die goldenen Spinnen. Eine allerletzte finale Extraschlacht wird es noch geben, die ich euch natürlich wieder ganz am Ende zeigen werde. Ich bin auch schon sehr auf das Bild gespannt, wie das so aussehen wird. Rein logisch betrachtet müssten da ja Yuga und Rabio drauf zu sehen sein. Also gut. Wir haben jetzt hier die Abenteuerschlacht. Empfohlene Elemente Blitz und Licht. Besiege das Riesenmonster der Wasserhöhle und es ist begrenzt auf Meduli? Echt jetzt? Okay, gut, warum denn nicht? Dann legen wir los mit Meduli! Aha, aber ich kann hier sogar noch jemand Zweites mitnehmen. So, die liebe Meduli kam ja mit einem Gratis-Update quasi dazu. Sie ist dieser mehr oder weniger ein kostenloser DLC-Kämpfer, wenn man so will. Dadurch hat sie aber leider auch keine Kostüme dazu bekommen und sie wird auch keine Zweitelement-Waffe bekommen. Da gehen leider alle DLC-Kämpfer leer aus, was ich eben ein bisschen schade finde. Vor allem bin ich der Ansicht, man hätte ja ruhig auf den Extra-Schlachten, die man über die DLCs bekommt, hätte man ja ruhig so ein alternatives Kostüm als Belohnung verstecken können. Stattdessen kriegt man da gar nichts. Das ist irgendwie total dumm. Aber egal. So, die liebe Meduli, ebenfalls Stufe 200, wie alle anderen auch, hat hier Dins Lyra Plus mit 3 Sternen. Und da habe ich sogar Schwachpunkt Plus drauf. Das ist auch gar nicht so übel. Erhöht nämlich den Schaden von Schwachpunktangriffen. Dann sind die Gegner noch schneller down. So, und dann kann ich mir noch jemand anderen Blitzigen mitnehmen oder irgendwie so, keine Ahnung. Also wir sollen wir dann noch mitnehmen. Vielleicht nochmal, naja, schon wieder Yuga, was ist, wenn jetzt Yuga wieder zweimal da ist? Wir werden jetzt mal mit ordentlicher Frauenpower. Wir nehmen jetzt mal hier Zelda mit. Und zwar, genau, das finde ich, das passt ja schon sehr gut, weil Zelda hat ja schon seit der, ich glaube sogar schon seit der Master Quest Karte, ein Kostüm hier in den Farben von Hilda. Und deswegen geht sie hier auf dieser Abenteuerkarte übrigens auch leer aus. Das weiß ich mittlerweile schon, dass Zelda kein Kostüm hier bekommt. Es gibt ja nur 17 neue Kostüme und bei 29 Kämpfen, da geht sie nicht ganz aus. Aber da sie das ja eh schon hat, würde es auch gar keinen Sinn mehr machen, ihr noch was anderes Neues zu geben. Also das sind die Farben von Hilda, der Königin eigentlich sogar schon von Lolul. Und ich finde, das passt super. Das kriegt sie jetzt mal und der Taktstock hier, wir haben hier, ich habe hier einen, es ist so mega geil hier, ich habe einen Wassertaktstock der Güte mit 5 Sternen vom Element Blitz und Wasser und noch Schnellangriff dabei, also das ist obergeil. Damit rocken wir hier die Bude. Und ja, da es ein Riesenmonster ist, nehmen wir natürlich wieder meine Flavia mit. Aha, seht ihr? Keine Eulenstatuen sind eben nicht immer dabei, aber macht ja nichts. So, Schlachtfeld. Truppen von Darunia bestehen aus Meduli, Zelda und Darunia, Goron-Hauptmännern. Die feindlichen Truppen eben aus Ruto mit Magiesoldaten und... Okay, also Magiesoldaten ganz wichtig, unbedingt besiegen, weil die anderen dann einfach viel zu stark sind sonst. Die werden dadurch hier gestärkt. Seefestung hat einen Schatz. Weil das ist natürlich die große Frage wieder, wo wird die Skulptur auftauchen. Ist auch sehr blöd, jetzt bei Skulptur-Missionen keine Eulenstatuen zu haben, ist dann echt doof. So, Seefessen hat eben einen Schatz und die Ostkammer. Da bin ich eigentlich ziemlich in der Nähe. Und die Haupthalle auch noch. Okidoki. Schlacht beginnen. Wir haben keine Chance, aber dafür lassen wir uns nicht abschrecken. Ja, positiv denken, Darunia, positiv denken. So, eine große Armee rückt gegen dein Hauptquartier vor. Was du nicht sagst. Neue Mission besiege alle fertigen Hauptleute. Die große Armee wurde durch Magie gestärkt. Ich weiß. So, der Feind kann durch Besiegen der Magiesoldaten geschwächt werden. I know. Magiesoldaten müssen schnell besiegt werden. Hier drin ist auch bereits einer von diesen Dödeln. In der Ostkammer. Da ist er. Das ist nicht leicht zu verdauen. Ja, du kriegst noch Magenbeschwerden hier, Ruto. So, erster Magiesoldat ist schon mal hin. Das ging schnell. Und das Huhn wurde ein Teil der Truppen von Darunia. Das ist mir sehr willkommen.
So, das Huhn bittet die anderen Hühner um Hilfe und die Ostkammer gehört schon mal mir. So, da ist allerdings noch Geld drin, aber das macht nichts. So, Magie ist wieder besiegt. Und irgendeiner von denen wird jetzt dadurch geschwächt. Der Frostnachtschwärmer wurde durch die Niederlage des Magiesoldaten geschwächt. Yay, sehr schön. Und jetzt rückt er natürlich auch noch gegen mich vor. Ist klar. Ist klar, natürlich wollen sie jetzt alle zu mir. Und er wurde auch erfolgreich abgelenkt. So, besiege die versprengten feindlichen Einheiten. Aber natürlich. So, Vorsicht. Komm her! Na, volle Tornado. Wow, hier ist er ja schon. Okay, Achtung, Spezialangriff. Nein, das ist die nächste Aufgabe. Ja, Melody, du solltest schon treffen. Sonst ist das ein bisschen peinlich. So, es sind ja gleich zwei von den Typis hier. Frostnachtschwermann. Was soll denn das? Die wollen ja auch alle in mein Hauptquartier rein. Was ist denn hier los? So, weitere Hühner wurden auf dem Schlachtfeld gesichtet. So, ich habe Schwachpunkt plus, ihr Trottel. Alter, so viel erwischt und bam. So, erster Frostnachtschwärmer tot. Er wurde besiegt. Und total zerbröselt. So, ich muss jetzt aber trotzdem mal nach hier drüben. So, die Niederlage des Frostnachtschwärmers hat den Magiesoldaten zum Rückzug veranlasst. Achso, ich habe gerade einen anderen besiegt, der sogar noch gestärkt war. Ja, wenn man das macht, dann verschwinden die Magiesoldaten automatisch. So, Yuga wurde auf dem Schlachtfeld gesichtet. Gut, dass ich den nicht mitgenommen habe. Jetzt ist er nämlich bei den Bösen. Was hat der denn vor? Der ist aber diesmal, wird aber diesmal rot dargestellt, nicht gelb, also wird er sich kaum mit mir verbünden wollen. So, dann räumen wir erstmal hier drin auf. Denn hier in der Westkammer ist auch ein Magiesoldat. Special Move. Könntest du mich bitte nicht stören, während ich Kunst erschaffe? Oh, Entschuldigung. Warum entschuldige ich mich bei dir überhaupt? Ich störe dich so oft und so viel ich will. Du kannst nichts dagegen machen. Das Schlachtfeld wird meine Leinwand. Das wird wohl ein blutiges Gemälde, was er vorhat, hier zu malen. So, Lichtregen. Busch. So, zweiter Magiesoldat besiegt. So, Frostnachtschwärmer geschwächt. Sind ja alles nur Frostnachtschwärmer, die hier so gestärkt sind. Da ist er auch schon. Komm her. Du hast keine Chance. So, wurde erfolgreich abgelenkt. Wurde erfolgreich besiegt, würde ich sagen. Und zwar jetzt. Sehr schön. So, komm, gib mir doch mal eine große Magieflasche. Kriege ich mal noch große Forstkristalle. Voll dumm. Was soll ich denn damit? So, weitere Hühner wurden gesichtet. Mehr Kose, wir haben, dass noch mehr Hühner kommen. So, da ist er auch schon, der letzte Frostenschwärmer. Der ist eh schon mal halb da. So, komm jetzt. Spezialangriff. Du entkommst mir nicht. Was? So, das war's. Den hat's auch erwischt. Frostenschwärmer besiegt. Da ist ja noch einer, aber das ist nur ein etwas schwächerer. So, Mission erfolgreich. Das ging schnell. Ah, nein, endlich eine große Magieflasche. So mag ich das. So, alle feindlichen Hauptleute wurden besiegt. Das bedeutet, neue Mission besiegen den feindlichen Feldmarschall. Finde den Schlüssel. Und was sagt man dazu? In der Haupthalle wird mir das auch gerade angezeigt. So, noch mehr Hühner. Ist ja eine richtige Hühnerparty hier. So, ich brauche aber auch noch viel mehr Chaos. Sonst wird das mit dem Arang nichts. So, und da haben wir noch schon den großen Ki. So schön und glänzend wie noch nie. Weiter zur nächsten Aufgabe. Alles klar, Herr Kommissar. Es geht... Moment mal, Moment mal. Es geht ganz woanders hin. Und zwar hier unten geht ihr mir ganz schön auf den Sack in die Sack, Sack, Sack. Also sterbt. Und zwar alle. So, Skulptur wurde natürlich ganz im Norden gesichtet, ist klar. Hui. Der Runier, der hat aber auch manchmal eine ziemlich lustige Lache. Okay, ganz im Norden natürlich. Da muss ich mich jetzt aber echt schnell beeilen. Ja, die Festung ist gefallen. Ja, also, ist nicht hier. Solange unser Hauptquartier nicht fällt, ist ja nicht so schlimm. So, das müsste dann eigentlich relativ in der Nähe des feindlichen Hauptquartiers irgendwo sein, die Skulptula. Ich hoffe es. Ja, diese Stärke, ich bin stolz auf dich. Ja, ja, danke, danke. So, hoffentlich höre ich sie gleich, die Skulptula. Ich bin froh, dass ihr gar nicht dienlich sein konntet. So, und jetzt Ruhe. Wo ist die Skulpti? So, feindliches Hauptquartier ist auch mal offen.
Und die Skulptur ist... Scheiße, die ist da oben. Verdammt. Na, hoffentlich geht sie das jetzt noch raus. Die ist da ganz oben auf der Klippe. Schnell, Meluli, schnell. Na, die bleibt eh ein Weilchen da. Aber eben nicht für immer. So, die kann nur hier oben sein. Weil ich sie hier höre. Und da ist sie. Und erwischt. Die erste goldene Skulptur der Lolcard ist mein. So. Endlich kann ich hier Schluss machen. Es fehlen nur noch mal 30 groß. Die kriege ich hier drinnen schon zusammen. Denn wir machen noch einmal den hier. Zack. So. Wir dürfen aber nicht vergessen, ein Riesenmonster muss ich ja dann am Ende auch noch besiegen. So, was, die Haupthalle trotzdem fallen? Hätte ich doch erst erobert. Was soll der Quatsch? Zack. Oh, Alter, seht ihr euch das an? Wie geil wir hier Schaden machen. Und Ruto ist hin. Alle Vorbereitungen sind abgeschlossen. Es kann losgehen. So, und jetzt kommt irgendwo noch ein Riesenmonster. Fragt sich nur, wo? Ruto hat Goma beschworen und natürlich ganz da tief drin im Wassertempel. Natürlich. Ist klar, Siegbedingungen haben sich geändert. Ich gebe dir gleich Siegbedingungen hier. Siege Goma. So, wenigstens hier gibt es ja keine Feenkleidung, die ich irgendwie verpassen könnte oder so. So, der Rune darf nicht fliehen. Mann, ich brauche noch ein Magiefläschchen, verdammt. Ein kleines Magiefläschchen noch. Ja, da ist es. So, dass ich nochmal die Feenmagie benutzen kann. Das heißt, in den anderen Truhen kann ja dann eigentlich nur Geld drin sein. Die Festung ist gefallen. Ja, das ganze weibliche Hauptquartier ist gefallen. Und jetzt wird gleich Goma auf die Schnauze fallen. Und dann ist hier Schluss. Dann kann ich endlich den Part beenden. Der ist eh schon wieder ein bisschen zu lang. Aber mal sehen, wer diesmal ein Kostüm bekommt. Sehr schön, ja, das hat jetzt ein bisschen länger gedauert, aber auch eigentlich nicht mal 10 Minuten. Ich bin jetzt mittlerweile schon so schnell, weil ich auch so stark bin. Gut, ich bin gespannt, wer ein neues Kostüm bekommt. Der erste, der ein neues Kostüm hier bekam, war Tingle. Und mal sehen, wer jetzt der oder die zweite in der Reihenfolge ist. Gleich mal Yugas fieses, lachendes Gesicht im Zentrum, ganz oben am Rand. Bin echt auf das finale Bild gespannt und was uns da in der allerletzten finalen Extraschlacht noch erwarten wird. Aber das dauert natürlich. Neues Kostüm für Ruto freigeschaltet, Standard Lowell. Na bitte, die hatte ich jetzt gerade zur Gegnerin und jetzt hat sie ihr Kostüm bekommen. Das kenne ich sogar schon von einem offiziellen Artwork, wie das aussieht. Das schauen wir uns noch ganz kurz an und dann ist der Part aber endlich zu Ende. Und natürlich haben wir jetzt endlich einen Krafthandschuh bekommen. So, also noch ganz, ganz kurz. Die Schlacht werde ich offscreen natürlich noch ein zweites Mal machen wegen der zweiten Skulptur. Aber natürlich eben offscreen, weil zweimal dieselbe Schlacht ist ja doof. Also dann, Ruto, Standard Low Rule, ist logischerweise angelehnt an Königin Oren oder Oren, also auch nicht mehr die Aussprache, auf jeden Fall an die Zora-Königin aus The Link Between Worlds, in schönem hellen Grün mit orangenen Flossen und rotem Lippenstift. Sieht auch sehr schön aus. Gefällt mir sogar irgendwie besser als der Standard auf großer Vater, das war mir so ein bisschen limettenartig, aber das sieht ganz schön aus. Das heißt, jetzt müsste ich doch trotzdem irgendwie wieder hier rüber wechseln können. Hier so drüben. Ja, genau. Hehehe. Jetzt bin ich nämlich wieder hier. Edge. Und das heißt, jetzt kann ich eigentlich hier dann... Gut, warte mal. Hier brauche ich zwar den Eisstab, aber ich kann zumindest hier drüben. Das machen wir nämlich jetzt auch noch ganz schnell hier. Wir benutzen den Krafthandschuh. Und... Ah ja, hier ist ja auch so ein Spalt. Aber jetzt habe ich ja leider kein Wandbild im Moment aus Item Card. Egal. Wir heben hier mal ganz kurz einen Felsen hoch.
Es sind Feinde erschienen. Ja, wurde auch Zeit, dass die sich zeigen, diese Trottel. So, Entscheidungsschlacht Majora's Mask Stufe 1. Ich weiß gar nicht, ob ich das nicht sogar offscreen machen werde, weil das ist wieder so eine dumme Schlacht ohne irgendeine einzigen Belohnung. Hier gibt es gar nichts. Und direkt darüber wäre dann aber endlich der Stufe 2 Hammer für Raviu. Der interessiert mich dann mehr und hier bräuchte ich dann einen... Ja, da kann ich dann den Hammer benutzen und den Holzblock reinzuhauen. Das ist super. Dann werde ich das so machen. Also, bis zum nächsten Mal in Hyrule Warriors Legends. Tschüss!